Chris Evert, der Ex-Tennisstar den Eierstockkrebs besiegt. Im Januar 2022 machte Chris Evert, 68, öffentlich, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt ist. Ich wollte meine Diagnose Eierstockkrebs im Stadium 1 mitteilen, um anderen zu helfen, teilte die ehemalige US-amerikanische Tennisspielerin, die 260 Wochen lang Platz 1 der Weltrangliste belegte, die schockierende Nachricht über Twitter mit. Sie habe jedoch großes Glück, dass die Krankheit früh erkannt wurde. So erwarte sie positive Ergebnisse von ihrer Chemotherapie. Jetzt konnte Chris Evert freudig verkünden, dass die Therapie tatsächlich gut angeschlagen hat und sie mittlerweile krebsfrei ist. Es besteht sogar eine Chance von 90%, dass der Eierstockkrebs nie wiederkommt, erzählt sie bei der Online-Seite des Fernsehsenders ESPN. Chris Evert verlor im Jahr 2020 bereits ihre Schwester Jan durch dieselbe Erkrankung. Die letzten 2 Jahre ihres Lebens waren brutal, sagt sie. Daher will Chris nun über Krebsprävention und Früherkennung aufklären. Die Reise meiner Schwester hat mir das Leben gerettet. Ich hoffe, indem ich meine teile, kann ich vielleicht die eines anderen retten. Anführungszeichen. Chris Evert hatte großes Glück, dass eine Behandlung noch frühzeitig in die Wege geleitet werden konnte. Mein Arzt sagte, wenn es unentdeckt geblieben wäre, wäre ich in 4 Monaten wahrscheinlich wie Jan in Stufe 3 gewesen. Mit sehr wenigen Optionen. Stattdessen wurde bei mir Eierstockkrebs im Stadium 1 diagnostiziert und ich begann sofort mit 6 Runden Chemotherapie. Anführungszeichen. Chris und auch ihre Schwester litten unter einer erblich bedingten Krebserkrankung. Die BRCA-Mutation im Körper des Tennisstars war laut eigener Aussage mit einem Risiko von 75% verbunden, auch an Brustkrebs zu erkranken. Daher entschied sich Chris sowohl zu einer Hysterektomie, Entfernung der Gebärmutter, als auch zu einer doppelten Mastektomie, Entfernung von Brustgewebe und Brustdrüse. Die 68-Jährige kann nun aufatmen, denn auch das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, konnte um 90% reduziert werden. Verwendete Quellen: Espen Kouk, twitter.com